Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde zu Cultures, der Entdeckung Finnlands. Wir sind immer noch in der dritten Mission, nämlich Markland. Und sollen den... was sind sie? Krummnasen? Bier bringen. Ja, eigentlich ist schon fast alles geregelt, was den... was die Produktion angeht. Die Brauerei wird gerade gebaut. Wir bauen auch schön Straßen und alles. Eigentlich fehlt wirklich jetzt nur noch die Brauerei. Da sind wir komplett. Dann können wir in Ruhe Straßen bauen. Um alles einigermaßen zu vernetzen. Weizen wird schon produziert im Überfluss. Wir haben Wasser. Ach ja, was wir bräuchten, wäre noch eine Frau. Ja, bekomme ein Mädchen. Bei unseren drei Wohnhäusern läuft es eigentlich recht gut. Es fehlt nur noch eine Frau im Wohnzelt hier, die für alles sorgt. Hier werden bald neue Möbel fällig. Hier geht's noch. Hier werden auch neue Möbel. Hier werden neue Möbel und neues Geschirr fällig. Ja, sie wünscht sich ein Kind. Dafür müssen wir warten, dass Sigurd mal Zeit für sie hat. Sollte aber auch noch zu machen sein. Ja, das ist unsere Brauerei langsam fertig. Du brauchst bald Nahrung. Nahrung kommt ja jetzt auch rein, schönerweise. Jedenfalls ist unser Bäcker gerade mit Backen Dauer beschäftigt. So, wir haben einen Schuster. Yay. Und der Schuster kann trainiert werden. Und die Brauerei wurde fertiggestellt. Sehr gut. Das heißt, wir können uns jetzt auf den Straßenbau konzentrieren. Oh. Das ist jetzt ärgerlich. Wir können nicht da durchbauen. Gut, dann muss es anders gehen. So. Oh, wir werden angegriffen, hä? Huh? Oh, mein Schwertkämpfer, der wird das nicht lange mitmachen. Dich schicken wir mal zum Fischerzelt rüber, dass du dich da
verstecken kannst. Du kannst trainiert werden. Das ist auch gut. Ja, und überall werden schön Straßen gebaut. Machen wir mal eine Straße zur Lehmarbeiterhütte und dann eine Abzweigung noch zum Töpfer. Auch wenn die Töpferei gerade leer steht, aber ist egal, weil wir haben da noch genug Geschirr drin. Schuhe sind da gerade wichtiger. Auch wenn die gerade schon ziemlich gut eingelagert werden. Du hast Schuhe. Du hast Schuhe. Wir können ja einfach mal gucken. Gibt es Schuhlose? Das können wir leider hier nicht gucken. Hehehe. Oh, da ist schon der nächste Angriff. Du gehst mal ins Fischerzelt essen. Ja, Weizen kommt rein und dadurch, dass wir hier genug Platz freigeholzt haben, haben sie auch genug Ackerfläche. Oh, unser Wachturm brennt schon. Der ist also bei, ja, was, bei 75%. Langsam sieht er nicht mehr so gut aus. Ich brauche einen Bauarbeiter jetzt sofort. Gut, baue da noch die Straße fertig. Jetzt reparierst du aber bitte den Verteidigungsturm. Wenn der uns nämlich kaputt geht, haben wir ein Problem. So, gucken wir mal. Bauarbeiter, habe ich ja gesagt. Bjarni mache ich nachher. Da er Fischer war, mache ich ihn nachher zum... Oh, du bist müde. Ja, dann ruhe dich mal aus. Zum Glück kommt gerade kein Angriff. Ja, unser Verteidigungsturm wird langsam repariert. Ein Bauarbeiter sollte da ausreichen. Die Flamme ist schon mal kleiner geworden. Ja, die leere Jägerhütte ist gerade auch leer. Können wir bald mal wieder einen Jäger reinpacken. Komm, du machst mir noch 9 Paar Schuhe und dann hörst du mal auf. Dann schicken wir dich wieder zum Jagen, dass du uns wieder Leder bringst. Du regenerierst ganz langsam deine Gesundheit. Ich würde sagen, da jetzt gerade der Großangriff vorbei ist,
schicke ich meine beiden Leute mal zum Essen. So, jetzt sammelt sich auch langsam wieder Nahrung in unserem Hauptlager, was gut ist. Wenn das an Straßennetz, was ich jetzt hier geplant habe, fertig ist, dann werde ich Biani zum Bierbrauer umsiedeln. Dann kann er schon mal mit dem Bierbrauen anfangen und wenn er dann soweit ist, also wenn das restliche Straßennetz dann, ich will ja das hier auch noch alles vernetzen, bis zum Wachturm hoch. So, ihr beide habt euch hoffentlich einigermaßen satt gegessen. Gucken wir mal kurz. Ja, jedenfalls haben sie jetzt wieder mehr als halbe Nahrung. Ich glaube, nach dem nächsten Angriff werde ich sie nochmal zum Essen schicken. Ah, unser Verteidigungsturm ist auf jeden Fall wieder repariert. Ich kann übrigens jederzeit auch die Alarmglocke läuten, dann rennen unsere Wikinger ins Hauptlager oder in den Verteidigungsturm und machen dort einen auf Miliz. Nehmen also Milizbögen. Dadurch ist es ziemlich wichtig, solche Gebäude, wenn wir mal in einer Militärmission sind, zuerst zu zerstören. Also zum Beispiel hier solche Donnertürme. Wigwam, Wigwam, Wigwam. Kriegszelt, das ist ja die Kaserne bei denen. Sie tauschen Bier gegen Leder, Holzwerkzeug gegen Geschirr, brauchen wir nicht. Lederrüstung gegen Schuhe und Lehm gegen Wolle. Ach, unser Holzfäller arbeitet ja auch gerade, sehe ich. Ja, ich weiß, dass das Fischerzelt schon eine Weile leer steht. Wir haben halt keinen Fisch mehr. Dafür kriegen wir Nahrung rein. So, das meiste von den Straßen ist jetzt gebaut mittlerweile. Hier drüben könnten wir übrigens eine Obstplantage hinsetzen, um Obst von den Bäumen zu holen. Aber der Bäcker kriegt das auch gut alleine hin. Außerdem liegt die zu weit vom Schuss. So, Halfried ist erwachsen. Das heißt, wir schnappen uns dich. Und sobald du die Schuhe weggetragen hast, kannst du heiraten. Ja, warum er das Leder da nicht einsammeln will. So, jetzt hat er eine Frau. Hier ist wieder alles einigermaßen gut, was Möbel und Geschirr angeht. Ja, ebenso. Nahrung sammelt sich langsam im Haupthaus.